Kapitel 2. Das ist erstaunlich. Das ist nicht gut, Verwalter. Das habe ich auch nicht behauptet, entgegnete Hild seinem Assistenten. Aber erstaunlich ist es dennoch. Während Keschs Sonne ihre ersten Strahlen auf die Stadt warf, blickten Hilds und Jay vom Balkon aus auf das Palastgelände hinunter. Sie hatten die Stadt noch nie zuvor so lebendig erlebt. Ein wimmelnder Teppich aus Menschen und Keshiri bedeckte das, was einst der ewige Kreis gewesen war, während die Leute tragbare Unterstände aufstellten zum Schutz gegen den vulkanischen Regen. Bereits am Tag, nachdem Iliana und ihre Kriegerinnen in den Palast eingedrungen waren, begannen sich die Zelebranten zu versammeln, die als Vorbereitung auf die Festivitäten von Nidas Aufstieg um die besten Plätze buhlten. Zwar waren bei dieser Testamentsverlesung keine gewöhnlichen Bürger erlaubt, doch das schien keine Rolle zu spielen. »Dieser Planet braucht ein Fest«, sagte Hilz. »Sie wollen einen Anführer«, gab Jade zurück, der mit dunklen Augen zum Verwalter aufschaute. »Das habe ich Iliana sagen hören. Alle Menschen hoffen darauf, dass die Worte des Großlords ihnen eine gewisse Führung bieten werden.« Hilz schnaubte. »Nun zumindest werden es tatsächlich seine Worte sein.« Er warf einen raschen Blick in den Palast zurück, wo Iliana und ihre Gefährtinnen wie betäubt die verzierte Pyramide anstarrten. »Sie werden nie auch nur dahinter kommen, wie man sie aktiviert.« Hilz wusste, dass dem so war. Vor 25 Jahren, beim letzten Testamenttag, war ihm das ja selbst kaum gelungen. Sein Vorgänger hatte ihm die Pyramide als eine Art Aufnahmegerät beschrieben und das uralte Geheimnis an ihn weitergegeben, wie man es einschaltete. Und trotzdem hatte Hilz vier Versuche gebraucht, um beim großen Tag schließlich alles richtig zu machen. Er fragte sich, ob vielleicht etwas mit dem Apparat nicht stimmte. Wie würde er dieses Jahr funktionieren? Egal, Hilz fand, dass er sich in den vergangenen 4 Tagen ziemlich gut geschlagen hatte. Um Zeit zu schinden, hatte er Iliana vorgelogen, dass sich das Gerät ausschließlich am Testamenttag einschalten ließ. Das hatte diese arrogante Frau zwar nicht davon abgehalten, erfolglos daran herumzuhantieren, doch zumindest hatte diese List ihnen die Zeit verschafft, auf die er gehofft hatte. Zusammen mit den Feiernden waren auch Ilianas Rivalen lange vor ihrer geplanten Ankunft in Tarf eingetroffen, offenbar hergelockt von den Berichten ihrer Spione, dass die Schwestern von Zila den Palast übernommen hatten. Jetzt flatterten dort draußen in den Lagern die Banner der Korseniten, des goldenen Schicksals, der mächtigen 57 und unzählige andere Fraktionen. Silas Garde hatte draußen vor dem Palasttoren Posten bezogen, doch es war nicht klar, wie lange sie der stetig wachsenden Zahl ihrer Widersacher den Zutritt verwehren konnten. Bis zum Testamenttag waren es noch 8 Tage und bislang hatten die Todfeinde von Gewalt abgesehen. Stattdessen nutzten sie die Zusammenkunft eines so gewaltigen Publikums für den Versuch, die Leute zu bekehren. Nidas Aufstieg war zu einem Fest des Geschwafels verkommen. »Dann halte du in diesem Haufen mal nach einem brauchbaren Anführer Ausschau«, meinte Hilz. »Möge die dunkle Seite allen beistehen.« »Die Konjunktion«, sagte Jay. Hilz fürchtete schon, sich wieder Jays Theorie zu diesem Thema anhören zu müssen und darüber, was der heutige Tag tatsächlich bedeutete, als der Keshiri seufzte und den Unverwandt ansah. »Verwalter, ich habe nie verstanden, warum ihr die Herrschaft über den Stamm nicht für euch beansprucht. Ihr seid in den Pfaden der alten Protektoren bewanderter als jeder andere.« »Zu bewandert«, entgegnete Hilz amüsiert. »Dies sind die Tage des unverblümten Narren, mein Freund. Sachkundige Männer wie wir bringen es da nicht weit.« »Aber der Stamm lehrt doch, dass jeder freie Mann und freie Frau zum Großlord aufsteigen kann.« »Was ein prächtiger Gedanke ist, wenn ich ihn hege«, sagte Hilz. »Aber wenn du daran glaubst, ist die Sache nicht mehr ganz so großartig. Und wenn diese Narren da draußen ebenfalls dran glauben«, fuhr er fort, während er seinen Blick über die Menge schweifen ließ, »wird das Ganze richtig unschön. Denn aus meinem Versagen erwachsen neue Möglichkeiten.« Er grinste. »Und was soll dieses Gerede von wegen die Lehren des Stammes? Heutzutage sind sich die Leute nicht einmal mehr darin einig, was der Stamm überhaupt ist.« Das Schulsystem war ebenfalls ein Opfer der Unruhen geworden. Unter Korsin und seinen Nachfolgern hatten die Bürger zusammengearbeitet. Doch als einzelne Individuen zunehmend nach Abkürzungen suchten, um die alleinige Macht an sich zu reißen, war die Sith-Gesellschaft, wenn man sie denn so nennen konnte, zerfallen. Hilz legte seinem jungen Assistenten die Hand auf die Schulter. »Nein, es ist zu spät. Ich habe meine Zeit verpasst, genau wie Donnellan.« »Dem kann ich nicht zustimmen.« »Hör zu, Jay.
Wenn ein Mann in vorgerücktem Alter dir sagt, dass etwas so ist und nicht anders, dann glaubst du ihm entweder oder du nickst höflich, sagte Hils und trat von der Brüstung zurück. Denn das Letzte, was du tun solltest, ist, den Glauben an seine Allwissenheit zu erschüttern. Selbst wenn er sich irrt. Besonders, wenn er sich irrt. Er wandte sich ab, um in den Palast zurückzukehren. Und apropos Narren. Drinnen tatschte Iliana weiterhin an der kleinen Pyramide herum. Nur zwei ihrer Gefährtinnen waren noch zugegen. Die übrigen waren gegangen, um den Eingang zu bewachen. Wenn dies tatsächlich irgendeine Art Aufnahmegerät ist, sagte Iliana, muss es doch über eine Energiequelle verfügen. Möglicherweise einen Linian-Kristall. Wenn ihr rausfindet, wie das Gerät funktioniert, antwortete Hils, ist euch selbst ein Platz in den historischen Aufzeichnungen sicher. Er ging zu einer ungefährlicheren Stelle nahe der Sandruhe hinüber. Nachdem sie seine Arbeitskräfte in einen anderen Raum eingesperrt hatte, hatte Iliana den Verwalter und seinen Assistenten stets in ihrer unmittelbaren Umgebung gehalten, bereit, ihre Fragen zu beantworten. Hils hatte ohnehin nicht vor, irgendwo anders hinzugehen. Diese ganze Sache war zu einem amüsanten Spektakel avanciert und es machte Spaß, den Teilnehmern zuzusehen. Er fand, dass Iliana eine einnehmende Frau war, wenn auch vollkommen korrupt und nicht im Mindesten vertrauenswürdig. Hils hatte sich nie eine Partnerin genommen, teils aufgrund seiner Sackgassensituation, aber auch, weil ihm klar war, dass Sith nicht wussten, wie man teilte. Das hatte ihm die Geschichte wieder und wieder vor Augen geführt. All dieser Neid und die Intrigen, selbst innerhalb der eigenen Familie. Kein Wunder, dass Yaru Korsin eingewilligt hatte, dass die Ehepartner von verbliebenen Großlords den Tod überantwortet werden mussten. Gift hatte im Schlafgemach keinen Platz. Nicht, dass Iliana davon irgendetwas wusste. Genau wie sie es am Vortag getan hatte, trat Iliana auf ihn zu und schaute ihm mit plötzlicher Wärme in die Augen. Verwalter, seid ihr sicher, dass es keine Möglichkeit gibt, sich diese Aufzeichnungen jetzt anzuschauen, um sie zu verändern? Ihre behandschuhte Hand strich sanft über seinen Arm. Bei Kleuts Blutmädchen, ich bin mindestens doppelt so alt wie ihr, sagte Hils. Er sah sie ungläubig an. Ihr seid wahrhaftig eine Schwester von Zila. Sie starrte ihn finster an und wich zurück. Und ihr seid eine eitrige alte Warze. Das kommt der Sache schon näher. Können wir dann jetzt zum Wesentlichen kommen? Selbst wenn ich wollte, wäre ich nicht imstande, die Nachricht darauf hier zu manipulieren. Und das will ich auch gar nicht. Er wandte sich von ihr ab und wies auf das Gemälde an den Wänden des Atriums, die Ankunft der Reisenden vom Himmel zeigten. Dieser Apparat ist unsere einzige funktionierende Verbindung zur Vergangenheit, dazu, wie wir hierher kamen. Ich würde selbst dann nicht daran herumfuschen, wenn mein Leben davon abhinge. Wie wär's mit dem von jemand anderem? Hils vernahm das scharfe Zischen, mit dem Ilianas Lichtschwert aktiviert wurde. Als er sich vorsichtig umdrehte, sah er, dass ihre Begleiterinnen Jay an den Armen ergriffen hatten. Also, dazu besteht absolut kein Anlass. Ich denke schon. Fangt an, das Gerät auseinanderzunehmen, Verwalter. Und während ihr damit beschäftigt seid, sagte Iliana, werden wir diesen Kashiri auseinandernehmen. Wer weiß, wenn ihr schnell genug arbeitet, ist am Ende vielleicht sogar noch etwas von ihm übrig. Hils Blick wanderte zwischen seinem sich windenden, panischen Assistenten und dem schimmernden Apparat hin und her. Er hatte zwar nicht die leiseste Ahnung, wo er anfangen sollte, aber er musste irgendetwas tun. Widerwillig nahm er die kleine Pyramide zur Hand und ließ sie beinahe fallen, als unvermittelt mehrere Gestalten durch die Glasfenster weiter oben krachten und in das Atrium hinabsausten. Die Neuankömmlinge, die die antike Uwa-Klederkleidung der Himmelsgeborenengarde trugen, landeten sicher hinter Jays Wächterinnen auf dem Marmorboden und schalteten ihre Lichtschwerter ein. Gleichzeitig stürmten mehrere von Ilianas Kriegerinnen von draußen herein, auf dem Rückzug vor dem Ansturm einer grausig aussehenden Meute von Misanthropen. Iliana, die ihre Waffe bereits gezückt hatte, eilte ihren Verbündeten zur Hilfe und gab Jay frei, der sich unweit von Hils Deckung suchend zu Boden warf. Los, Junge! Die Tunika seines Assistenten in einer und das Aufnahmegerät in der anderen Hand haltend, taumelte Hils auf die Sandrohre zu, fort von dem Gefecht. Hinter ihnen knisternde Blute Energieklingen und verkohltes Sith-Fleisch. Hils erkannte, dass es gleich zwei Gruppen von Angreifern auf Iliana abgesehen hatten. Als er erkannte, wer sie waren, wusste er, was er zu tun hatte. Menschlicher Abschaum! Schrie Iliana zornig, als sie mit dem vernarbten Koloss von einer Frau die Lichtschwerter kreuzte. Verräterische Hexe! Brüllte ein kahlköpfiger Berg von einem Mann, einer der ledergepanzerten Neulinge, die durch das Fenster gekracht waren, wütend.
Aufeinander einschlagend schienen die Kämpfenden ebenso sehr daran interessiert zu sein, ihre Feinde zu beleidigen, wie sie niederzustrecken. Und das mit solchem Elan, dass sie zwischen den Hieben beinahe nicht hörten wie »Hey, da oben!« Etliche Köpfe wandten sich der Glasverrichtung zu, die unweit der Nordmauer aufragte. Der mitgenommene Hilz klammerte sich an die Wartungsleiter bei den Sandrohren, während Jay verängstigt auf den Sprossen unter ihnen stand. Das Aufzeichnungsgerät in einer Hand haltend, schluckte der Verwalter schwer und ergriff dann das Wort. »Fraktionen von Kesh, geladene Gäste, willkommen! Ihr seid allesamt sehr früh dran!«